Warum tanken wir nicht beim Freibrot-Paradies? Gourmet, mitten in Graz, am Fließplatz. Wir sind bei 2,049. Wahnsinn. 35 Liter, 72 Euro. Naja. Ist ja nicht so, als ob wir nach Felden fahren würden. Also vielleicht weniger jammern bei 2,49 Euro, wenn man schon nach Felden fährt. Deluxe-Mittagessen. Hallo, zwei Cheeseburger ohne Zwiebel, ohne Gurken. Ja. Ein großes Sprite bitte. Sechser Nuggets bitte. Sauerkühl. Nein, gar nichts. Gar nichts? Keine Soße? Nein. Und habt ihr noch die Chili Cheese Nuggets? Nein, das haben wir nicht. Wir haben jetzt neue. Wie? Ja, aber das mit einem Chicken mag ich nicht. Dann ein Curly Fries sind aus, gell? Und so Gitterpommes habt ihr das? Das ist ausverkauft. Das ist ausverkauft, okay. Dann hätte ich gerne eine kleine Pommes bitte mit Ketchup. Oder nein, Entschuldigung, ich tue mir die Pommes weg und ich nehme diese Kakao-Himbeertasche. Ja, tschüss. Sehen tun wir nicht mehr viel. Wir fahren so 70. Es ist im Prinzip perfekter Weg in den ersten Sommerurlaub, wo es eigentlich 30 oder 35 Grad haben soll und wir fahren 65 und sehen gar nichts. Wir müssen eine kurze Pause machen. Das ist zu mühsam. Also ich glaube, das ist für mehr der Gehstrecke. Naja. Aber viel besser ist das nicht. Das ist allerdings richtig. Aber vorne kommt dann, glaube ich, ein Tunnel. Und nach dem Tunnel ist sicher besser. Ja, okay, es ist nicht wirklich viel besser. Ja, und du schwimmst sofort. Bei 45 brauchst du nichts mehr lenken. Jetzt ist es besser. Und dann passiert immer Folgendes. Du fährst mit dem SUV Allroad. Was passiert? Der Hyundai irgendwas überholt ihn mit doppelt so viel km/h. Und das ist dann garantiert derjenige, der sich in der nächsten Leitplanke drin liegt. Ich glaube fest daran, dass Leute, die so kleine Autos kaufen, auch wesentlich schlechter fahren, weil sie die denken, ja, mein Auto ist eh so klein, das ist eh günstig, da passiert schon nichts. Muss man schon sagen, ist bis jetzt eigentlich eins der schönsten Hotels. Und wer hat das ausgesucht? Die Chefin. Auf allem der Seezugang ist da natürlich. Der ist top. Ich habe das ehrlicherweise noch nie gesehen, den ganzen Bereich da nicht, wie wir mit dem Boot oder so gefahren sind. Ja, da warst du ja meistens dann vielleicht betrunken. Ich bin noch nie betrunken mit einem Boot gefahren. Vom Soul Beach daher. Ja, da bin ich ja dann nicht mit dem Boot gefahren. Nein, eh nicht. Ja, da war gesagt, den ganzen Aufenthalt über kannst du es reservieren. Oder wir reisen auf die ganze runter und tun uns. Hast du das schon mal zuvor so gemacht, dass das Handtuch vielleicht ins Wasser geflogen ist aus Versehen? Ich mach da das Schild drauf. Ja, hast du frei. Der ist schon gut aus. Und dann tun wir gleich unser Tisch. 2,42. Ich finde das schon, das ist einer der besten Spots am Wörthersee. Ja, das finde ich auch. Vor allem hat man voll viel liegen wie im Soul Beach und im Soul zahlst du 200 Euro und da haben wir es dabei. Das wackelt ziemlich, oder? Ist wie am Boot. Ja, mir ist schon leicht schwindelig. Ich habe vor, da rüber zu schwimmen zum Soul. Oder wir lassen uns von der Banane abholen. Oder schau das für dich, die Schwimmflügel. Für die Nicht-Schwimmer, ja, wie die. Also, meine Schwimmskills sind ja eigentlich ganz okay. Bis zu dem Moment, wenn ich den ersten Schluck Alkohol trinke, dann glaube ich, bin ich absoluter Nicht-Schwimmer. Du kannst morgen meine Sonnenbrille rauftauchen. Die ist aber da am anderen Ende. Beim ehemaligen Moët Lounge, aber die gibt es ja heuer nicht mehr. Sehr schade übrigens. Hätten wir übernehmen sollen. Eigentlich wirklich, also
Wir hätten es vielleicht nicht übernehmen sollen, aber irgendjemand hätte es übernehmen sollen, weil das kann man das auch nicht vorstellen, dass das auf Auflassen worden ist. Da war sich irgendwas anders dahinter. Das, entweder haben sie es nicht mehr machen dürfen oder das war ehrlicherweise, ich glaube, baulich vielleicht nicht ganz so sauber oder so mit dem Strom und sehr regnet die Musik ein bisschen ausgefallen, aber sonst war alles top. Allein die quasi Marke hätten wir ja sicher irgendwem verkaufen können. Also, wie riesig das ist. Cool, ja. Aber alles leer. Was ist das eigentlich? Die Kabinen vom Bord. Ja, und dann bin ich da oder was? Und dann ziehe ich mich um und dann lege ich mich dort unten hin. Das ist das. Ja. Okay. Du warst nie in einem öffentlichen Bord, oder? Ich wollte eigentlich gerade sagen, Wörthersee Only Things, also Kärnten Only Things. Habe ich noch nie gesehen. Auf X. Los geht's. Julian macht beim Ironman mit. Mit Schwimmen wird es eher schwierig, denke ich mal. Eigentlich wird es mit allem schwierig, auch mit dem Laufen und auch mit dem Radfahren. Fast die ganze Runde um den Wörthersee. Das werden wir sehen, wie warm es ist und wie der Wind so ist und vor allem, wie ich so drauf bin. Hier tut jetzt schon der Abi. Tschüssi. Tschüss. Unter 1,30. Die ganze Runde? 1,29, 41. Boah. Sehr gut. Ein bisschen Bauernapp, aber es geht wieder einigermaßen. Die Füße sind ein bisschen schwer. Aber schauen wir mal, jetzt gibt es mal was zu essen. Jetzt geht's in Seespitz zum Thomas Gottschalk. Glaubst du, dass der da ist? Sicher ist der da. Ich sag, der ist hinter dir und nicht beim Seespitz. Oder bei seinem Film zu mir. Direkt am See, oder? Ja. Rote Beete, das magst du nicht. Warum weißt du das schon, was ich nicht mag? Weil du kein Gemüse magst. Prost. Und Mahlzeit. Und wie war es? 1 bis 10? 9. Wirklich? Essen 9? Ja. Service? Service? 7. Na, 5,5 würde ich geben fürs Service. Die waren sehr nett. Für 120 Euro Rechnung 5,5. Aber dafür ist der Ausblick 10 von 10. Ja. Auf mich. Was? Wie geil ist eigentlich dieses Wasser? Karibik. Ist wie in der Karibik, ja? Fast schon. So türkis. Vorher war es noch ein bisschen besser, weil also die Sonne mehr von oben drauf scheint. Noch immer ziemlich extrem. Und so mit dem Panorama. Auch das hat das. Vielleicht kann man da ein bisschen rüberschwenken. Also Geheimtipp für Felden. Portofino Beach Club. Warum? Da ist ein Bett 100 Euro plus eine Flasche Champagner. Sol Beach kostet das Bett 150. Man geht einfach oben rein in das Bad und dann hat man unten den Platz. Direkt erste Reihe Fußbreite. Das ist nämlich sehr, sehr selten in Felden. Das ist sehr selten. Und da ist der Seezugang viel schöner als überall anders in Felden. Für heute Abend ist alles ausreserviert. Aber wir gehen einfach hin und sagen, wir haben eh reserviert. Und wenn ich sage, das stimmt nicht, dann bestreiten wir es einfach und dann kriegen wir einen Platz. Masterplan. Das ist die Strategie für heute. Ist sicher, dass das funktioniert? Ja, das funktioniert. Jetzt schauen wir, was die Verena versprochen hat, ob sie jetzt einfach einen Tisch organisieren kann, spontan Samstagabend in Felden. Bin ich sehr gespannt, lasse ich mich überraschen. Mann, oh Mann.
Versuch 1, direkt am See, Bestlage, Chancen stehen so 10%. Jetzt nochmal mit mehr Überzeugung, dann sind es eher... Ja, dann sind es 20%. Ich sag 70. Weil du besonders hübsch bist heute, vielleicht ist der, wie sagt man, Waiter männlich, dann das haben wir gute Chancen. Hast du es geschafft? Ja, schaut so aus, oder? Reservierst war es zwar nicht, aber ist okay. Es gibt halt Butter, Oliven und Tomaten. Pasta mit Tomaten und Garnelen. Ich habe Surf and Turf California Roll. Cheers. Geil beleuchtet. Wird das hier bei Nacht? Sehr schön. Essen war 10 von 10. Gestern hast du nicht 10 gegeben, was war besser? Weil der Service besser war, das Essen war noch besser und das Ambiente ist besser. Jetzt schauen wir dringend Formel 1 Qualifying. Ja. Da, was haltest du von dem? Dem da? Ja. Ist toll, oder? Fährst du mit dem nach Hause? Nach Graz? Über die Autobahn. Über die Autobahn? 5 PS. Biegen auf die A2 in Richtung Wien. Tschüss, Kärnten.